Ein Simulationsflug über Aachen, errechnet aus 2D-Kartenmaterial. Ein Beispiel, was die Wissenschaftler von UMIC zu leisten wissen. UMIC steht für Ultra High Speed Mobile Information and Communication. Im Exzellenzcluster der Technischen Universität arbeiten Wissenschaftler aus Elektrotechnik, Informatik und Informationstechnik interdisziplinär zusammen. Für die Zukunft erwarten wir sehr viele interessante Anwendungen. Wir schaffen die Grundlagen, damit es in Zukunft die Geräte und die Infrastruktur und die Netze gibt, die diese Anwendungen unterstützen. Hier wird Twent verkabelt, Prototyp einer neuen Interaktionsmöglichkeit für mobile Geräte. Gero Herkenrath ist Doktorand und hat Twent zusammen mit Thorsten Karrer entwickelt. Das Interface kann man verformen und biegen wie ein Stück Gummi und damit beispielsweise ein virtuelles E-Book steuern. Einmal kann ich halt einzelne Seiten praktisch bewegen, genau wie ich das bei einem Buch könnte. Ich kann also die Seite ein bisschen biegen, dann wird die entsprechende virtuelle Seite auch entsprechend umgebogen. Dann kann ich sozusagen mal dahinter loopen. Ich kann auch schnell mehrere Seiten durchflippen sozusagen, als würde ich das bei einem Buch mit dem Daumen machen, indem ich also hier so eine Welle forme. Und natürlich ist also je stärker ich das durchbiege, desto schneller bewege ich mich dann natürlich durch das Buch, wie bei einem echten Buch auch. Die einzigartige Chance, die wir mit UMIC haben, besteht vor allen Dingen darin, dass wir anwendungsorientierte Grundlagenforschung verbinden können mit der technischen Grundlagenforschung. Innovative Technologien benötigen, wie wir ja auch bei UMTS schon gesehen haben, immer innovative Anwendungen, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Und die innovativen Anwendungen brauchen eben auch die neuen Technologien. Wo die Forschung steht und wie es weitergehen wird, dafür gibt es den UMIC Day. Einen Tag des wissenschaftlichen Austausches, der einmal im Jahr stattfindet. Der Doktorand Milan Sivkovic will am UMIC Day das Forschungsprojekt vorstellen, über das er seine Dissertation schreiben wird. OFDM ist ein Übertragungssystem für mobile Daten der Zukunft. Die Fragestellung ist, wie man es schaffen könnte, über Mobilfunknetze große Datenmengen, etwa aus dem Internet, zu transportieren. Der Kanal ändert sich bei Mobilfunkgeräten dauernd und wir wollen Verfahren entwickeln, sodass sich die Geräte automatisch an die verschiedenen Kanalbedingungen anpassen. Dadurch kann man die Datenrate erheblich erhöhen. Man kann dann natürlich Multimedia-Dienste über kleine Mobilfunkgeräte übertragen. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Also wir wollen etwa den Faktor 10 gegenüber den jetzigen Standards nochmal rausholen. Professor Gerd Ascheid ist Koordinator des Exzellenzclusters, an dessen Forschungsarbeiten Forscher aus 21 Lehrstühlen beteiligt sind. Zum UMIC Day hat er internationale Wissenschaftler geladen. Dazu kommen Vertreter der Industrie, die am Stand der Forschung im Aachener Exzellenzcluster großes Interesse zeigen. Zum Beispiel an Dragon, einer weiteren Entwicklung der Forscher am Exzellenzcluster. Der Name kommt von Drag On, hinziehen. Dragon ist eine neue Form der Navigation durch Videos. Normalerweise benutzt man den Slider, um durch Videos zu navigieren. Wir haben eine neue Technik entwickelt, die Dragon heißt und die ermöglicht eine direkte Navigation durch das Video. Das heißt, wir können auf die Objekte klicken und navigieren durch das Video, indem wir diese Objekte ziehen. Also insgesamt ist diese Förderung eine ganz wichtige Maßnahme, um wirklich deutschen Universitäten zu ermöglichen, auch international vergleichbare Qualität an der Forschung zu erreichen. Denn die Finanzausstattungen sind in vielen mit uns konkurrierenden Zentren sehr, sehr viel besser gewesen in der Vergangenheit. Das Exzellenzcluster ermöglicht, was früher nicht möglich war. Das ist Chumbi, ein Gerät für den mobilen Empfang des Internets aus den USA. Die UMIC-Wissenschaftler haben das Gerät nachgebaut, allerdings virtuell, nur am Computer. Das digitale Chumbi kann genauso viel, genauso schnell wie das amerikanische Original. Ganz ohne Hardware. Mit dem Nachbau eines Gerätes als Computermodell wollen die Forscher zweierlei: beweisen, dass so etwas geht, und die Grundlagen schaffen für die Entwicklung eigener Anwendungen. Diese virtuellen Plattformen ermöglichen es uns, die Geräte bereits anhand von reinen Softwaremodellen zu entwickeln, lange bevor die Hardware verfügbar ist. Und dadurch können wir viel schneller auf den Markt kommen, was insbesondere für kommende UMIC-Geräte von großer Bedeutung sein wird. Die Welt im Informationszeitalter hat einen unstillbaren Hunger nach Innovation. Um bei der Entwicklung neuer Systeme und Komponenten weltweit vorne zu sein, müssen auch die Bedingungen der Forschung Weltklasse sein. Mit dem Exzellenzcluster UMIC ist die Aachener Technische Hochschule ausgezeichnet aufgestellt.